Denn das Reich Gottes ist inwendig in euch. Die ganze Fülle des göttlichen Seins, ihr braucht nirgendwo hinzugehen, ihr braucht sie nicht zu suchen, ihr braucht niemanden zu fragen. Es ist alles in euch. Hättet ihr den wahren Zugang zu euren inneren Wirklichkeit, zu eurem wahren göttlichen Sein, zu eurem wahren Selbst, zu der Wirklichkeit Gottes, die ihr im Grunde eures Seins wirklich selbst seid, hättet ihr diesen Zugang nicht verloren, bräuchtet ihr nirgendwo hinzugehen, ihr bräuchtet niemanden zu fragen. Es bräuchte keine Meister zu geben, die euch dann sagen, wer ihr wirklich seid. Und ich könnte mir diese ganzen Worte hier sparen. Aber das ist eben das Dramatische. Der Mensch hat sein wahres Sein vergessen. Und das ist das. Und hat ein falsches Sein aufgebaut von Körper, Geist und Welt, mit dem er sich identifiziert und zu sein glaubt und eine Welt, die er glaubt, dass sie substanziell Raum, Zeit ist und er darin lebt und gebunden ist. Und das ist damit gemeint, wenn Meister Eckhart sagt, der Mensch muss zu einem vollkommenen, totalen Vergessen seiner selbst und alle Dinge gelangen. Solange du noch die äußere Erscheinungswelt und all diese ganzen Gegebenheiten und die Erinnerung deines toten Erinnerungsgeflechts für Wirklichkeit hältst und in deinem Bewusstsein aufrecht hältst, so lange bist du raumzeitlich gebunden. Und wenn du raumzeitlich gebunden bist, bist du ebenso erdenschwer, dass du dich nicht erheben kannst in das strahlende Licht der Gottheit. Um das wirklich zu erfahren, wie Paulus sagt, alles erfüllt von der Fülle Gottes. Um das wirklich zu erfahren, musst du leer werden. Du kannst nicht angefüllt sein mit allen möglichen Dogmen und Konzepten und dann glauben, dass die göttliche Weisheit sich in dich eingießt und dich emporhebt über alle Illusionen von Raum und Zeit, sondern du musst vollkommen leer werden, vollkommen leer werden. Es ist so, wie der Philosoph Ryoko zu Zen-Meister Nansen kommt und er sagte, ja, ihr kennt mich ja, ich bin Philosoph, Meister der Mathematik und dies, das und jenes. Ja, und ich bin jetzt gekommen und möchte nur noch die Wahrheit des Zen erfahren. Und da sagt Nansen, gut, setz dich mal hin, trinken wir erstmal, wie so üblich ist, so Begrüßung, ein Tässchen Tee. Gute Idee, sagt er, gut. Ja, da kommt der aufsichtshabende Mensch, ja, macht den Tee und alle sitzen da schweigend, darf nichts gesprochen werden, bevor der Meister das erste Wort redet. Und dann ist es soweit, der Tee wird eingegossen. Der aufsichtshabende Mensch, die kann und gießt den Philosoph den Tee ein, die Tasse immer voller und voller und voller. Er kommt schon bis an den Rand und der Philosoph guckt schon ganz entsetzt und der aufsichtshabende Mensch guckt den Meister an und sagt, weiter, weiter, weiter. Und er gießt dann weiter und weiter. Die Tasse läuft über den Tisch, läuft schon schließlich über das Gewand, ja, von dem Philosoph. Der springt auf, Meister, Meister, seht ihr da nicht? Die Tasse ist doch voll bis oben hin. Halt, sagt der Meister. Du sagst, die Tasse ist voll bis oben hin, schlaft der Lignierturm vor. Du bist nämlich voll bis oben hin mit allen möglichen intellektuellen Sperrmüll und kommst zu mir und erwartest, dass ich noch die Weisheit obendrein eingieße. Werd erstmal vollkommen leer. Dann können wir über die Weite sein. Ein Wörtchen reden. Also, meine Lieben, das ist meine Empfehlung an euch. Werdet vollkommen leer. Wie ein altes, leeres Weihrauchfass in einem alten, verlassenen Dorftempel, heißt es im Sinn.